Ein Fußballer schlug seinen Gegenspieler mit Absicht ins Gesicht und ein anderer machte etwas so Unsportliches, dass das gesamte gegnerische Team auf ihn losging. Hier sind extrem unsportliche Momente im Fußball, aber fangen wir klein an mit dieser Aktion von Vinicius Junior. Kimmich will ihm den Ball geben und er lässt ihn zweimal fallen, um Zeit zu schinden. Unsportlich, aber nicht annähernd so schlimm wie das, was noch kommt. Daher ist das nur Level 1. Wartet ab, bis wir in die höheren Levels auf unserer Unsportlichkeitsskala kommen. Was ist ein unsportliches Verhalten, das wir oft im Fußball sehen? Zeit schinden. Doch Southampton-Verteidiger Ryan Bertrand übertrieb dann doch sehr mit diesem Einwurf. Er wirft mit Absicht in die Luft und ist dann noch so dreist, um seinen Coach anzuzeigen, dass es Zeitspiel war. Dreister war da vielleicht nur dieses Zeitspiel. Er fällt absichtlich von der Trage. Aber hey, das war alles noch Kindergarten. Wir springen ins Level 20 und hier wird es schon ein wenig aggressiver. Uniteds Garnacho stößt Coman gegen die Bande und Harry Kane, ja, der war nicht erfreut über diese unsportliche Aktion. Zumindest schlugen sich die beiden nicht ins Gesicht wie hier. Aber hey, ich bin zu schnell. Zuerst zur WM 2018. Otamendi gegen den auf dem Boden liegenden Rakitic. Die Argentinier lagen zu dem Zeitpunkt 0:2 zurück und waren nicht so happy. Trotzdem, sowas ist nicht in Ordnung. Ganz zu schweigen von unserem Level 30. Savic drückt Torres den Ellbogen in die Kehle. Torres zieht an den Haaren. Dann ein Schwitzkasten. Am Ende gab es für beide Rot und eine 2-Spiel-Sperre. Bei unserem nächsten Level jedoch, ja, da hätte sich der Spieler richtig wehtun können. Derby in Liverpool im Jahr 2018. Liverpool gegen Everton. Da wird es ja ab und zu hitzig. Ein wirklich extrem unsportlicher und noch dazu gefährlicher Schubser von Colgate gegen Firmino, als dieser bereits im Aus stand. Kein Wunder, dass Liverpool außer sich war. Und wer jetzt glaubt, dafür gab es eine gelbe Karte? Nein, weiterspielen, sagte der Schiedsrichter. Nicht so bei unserem nächsten Clip, da gab es Rot. Nicht für einen Spieler, sondern für den Trainer. Die Argentinier sind einfach temperamentvoll. Das sahen wir auch bei unserem nächsten Level. WM 2022. Viertelfinale zwischen den Niederlanden und Argentinien. Und wir erinnern uns, es war eine sehr hitzige Partie. Argentinien führte 2:0, doch die Niederländer kämpften sich zurück. Sie brauchten noch ein Tor. Leandro Paredes mit einem kleinen Gruß an die Bank von den Niederlanden, wovon Captain Dijk weniger erfreut war. Unsportlich vom Argentinier, aber die Niederländer haben durch ihre Sticheleien auch nicht unbedingt den Preis als fairstes Team verdient. Hier zum Beispiel beim Elfmeterschießen gehen gleich 6 Niederländer zum argentinischen Schützen, um ihn zu beeinflussen. Wir sind bei Level 50 angekommen, Halbzeit. Und nach diesem Ausraster forderten die eigenen Fans, dass der Spieler nie wieder für den Club aufläuft. Said Benrahma mit einer üblen Attacke gegen den Bristol-Spieler. Es gab Rot und viele Fans waren sauer auf Benrahma. Seine Leistungen schwankten und dieser Ausraster brachte das Fass zum Überlaufen. Er war bereits in Verhandlungen mit Lyon und ein paar Tage später wurde er offiziell nach Frankreich ausgeliehen, wo er richtig gute Leistungen zeigt. Und Lyon höchstwahrscheinlich die Kaufoption von nur 15 Millionen Euro ziehen wird. Wer erinnert sich nicht an das Lama aus den Niederlanden? Frankreich hat spuckte Rudi Völler in seine Haarpracht. Richtig unsportlich. Doch die Szene wurde noch kurioser. Völler beschwerte sich beim Schiedsrichter und bekam Gelb. Gegen Rudi Völler. Dann der Freistoß. Und der Rudi Völler scheint mir sehr erregt zu sein. Wieder geraten Rijkaard und Völler aneinander. Es gab Rot für Rijkaard und wieder spuckte er auf Völler. Ein Skandal, diese Entscheidung. Das ist unglaublich. Aber zur Verwirrung für alle gab es dann auch noch Rot für Völler. Der ist ja mittlerweile gestorben, der Schiedsrichter, der argentinische Schiedsrichter, glaube ich. Das hat er sich nicht mit ins Grab genommen, warum er mir die rote Karte gegeben hat. Aber am Ende ein Happy End für Völler. Deutschland gewann das Spiel und Deutschland gewann die WM. Ja, wenn Nachbarn aufeinandertreffen, dann wird es oft hitzig.
Das ist auch oft beim Spiel USA gegen Mexiko so. Doch hier ging es viel zu weit. Montes mit einem üblen Foul. Glatt rot. Doch dann kochte die Stimmung über. McKennys Shirt wurde dann komplett zerrissen. Er holte sich ein neues, er brauchte er aber gar nicht mehr. Gab dann nämlich noch für dieses Vergehen rot für ihn. War's das? Nein, es gab ja noch 20 Minuten zu spielen. Nochmals zwei rote Karten. Ja, da freut man sich richtig darauf, wenn die beiden mit Kanada in 2 Jahren die WM ausrichten. Das waren 4 rote Karten innerhalb von 16 Minuten. Nicht schlecht. Aber bei unserem nächsten Level gab es 4 rote Karten in 8 Minuten. Die 90. Minute beim MLS-Spiel Sporting Kansas City gegen Colorado Rapids. Foul und die 2. gelbe Karte für Austin Trusty. Doch dann wurde es wild. Mosquito. He's taken down by Johnny Russell. And now Shallowy gets a two-hand shot. Saloy bekam rot für diese Attacke. Esteves rot für diesen Schubser. Und Fontanas dachte dann noch, es sei eine gute Idee, den Gegenspieler zu würgen. Vor dem Schiedsrichter. Pünktlich zur Euro verlosen wir ein Müller-Deutschland-Trikot in Größe M. Servus! Wenn ihr dieses gewinnen wollt, abonniert uns, schreibt einen Kommentar und füllt das Formular in der Videobeschreibung aus. Wir klettern weiter nach oben auf unserer Unsportlichkeitsskala. Unionstrainer will Sané nicht den Ball geben. Und dann 2-mal der Schlag in Sanés Gesicht. Dafür sieht er vollkommen zurecht die rote Karte. Ich habe mich in meiner Coaching-Zone provoziert gefühlt und einfach reagiert, wie ich nicht reagieren sollte. Auf zu Level 75. Und bei diesem Spiel aus der russischen Liga dachte sich der Spieler Fairplay, nein, nicht mit mir. Ein Spieler verletzt sich, aber der Schiri sagt weiterspielen. Das Team gewinnt den Ball zurück, aber der Spieler liegt immer noch am Boden. Daher will dieser Spieler den Ball ins Aus spielen. Der Gegenspieler fängt den Ball ab und sie schießen ein Tor. Und wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ach, der wusste nicht, dass da einer liegt. Er stand bei dem Foul quasi fast daneben. Und dann zeigen die Spieler und der Trainer ja auch noch, dass dort einer liegt und sie deswegen den Ball ins Aus gespielt haben. Wir haben bereits über die Spuckattacke von Rijkaard gesprochen. Diese hier war nochmals eine Schippe unsportlicher. Diego Costa zuerst mit einem harten Einsteigen, dann ein Ellbogen und dann die Spuckattacke ins Gesicht. Kein Wunder, dass er rot bekam und für 4 Spiele gesperrt wurde. Und wir nähern uns den richtig unsportlichen Momenten. Aber zuerst einmal einen Spieler, den wir bereits bei einem anderen Level gesehen haben. Wrestler Savic. Hier gegen Man City. Was war passiert? Super Tackle von Madrids Verteidiger, aber dann tritt er gegen Foden nach. Der geht verletzt zu Boden und rollt dann aufs Feld, um wahrscheinlich ein bisschen Zeit zu schinden. Savic fand das gar nicht so lustig, weil Madrid unbedingt ein Tor brauchte. Daraufhin brach Chaos aus. Savic dann hier noch mit einer kleinen Kopfnuss und später zog er dann noch an den Haaren von Grealish. City gewann das Spiel und war somit im Halbfinale der Champions League. Aber es ging noch weiter. Es musste sogar die Polizei einschreiten, um die Streithähne zu trennen. Und wer jetzt sagt, hey, das passiert nur bei den Männern, dann habt ihr noch nicht diese Spielerin aus den USA kennengelernt. Elizabeth Lamperts. Und all diese Szenen waren nur aus einem Spiel. Jetzt zu einem legendären Spiel aus dem Jahr 2016. Chelsea gegen Tottenham. Das wegen der Unsportlichkeiten und Kämpfe auch Battle of the Bridges genannt wird. Oh, how the referee kept all the players on the pitch, I really... I'll give the lesser of the two, I'm amazing. He didn't like that from Rose, and Pochettino's getting involved. He's just wiped him out. Danny Rose wiped him out. He's on a yellow card.
Und wenn ihr jetzt sagt, wo waren eigentlich Suarez seine Beißattacken, Keens Foul an Haaland, Pepe, ja, die hätten alle super in dieses Video gepasst, aber da wir über diese bereits in anderen Videos wie den schlimmsten Foul und den größten Ausrastern gesprochen haben, wollten wir euch in diesem Video ein paar andere Momente zeigen. Und daher ist unsere Nummer 1 nicht Pepe, sondern Nexus mit dieser Aktion in der Serie A. Ein Schlag gegen den Gegenspieler, worauf der Lazio-Spieler ihn tritt. Freistoß für Milan. Doch Maxis, ja, er war noch nicht fertig. Er bekam eine rote Karte und flippte dann komplett aus. Und wenn ihr nach den ganzen Streithennen die schönsten Tore der letzten Saison sehen wollt, klickt dieses Video.